Jo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Bautraff, wieder mit dem Nils in unserem Endstadium. Ja, unsere Endaufnahmesession. Ich bin jetzt wieder hier Minecraft Endscreen, weil wir haben in dieser Session eine kleine Pause gemacht. Wie gesagt, weil ich ja vorübergehend weg war und der Nils hat währenddessen LOL gespielt, jetzt bin ich aber wieder da. Ich weiß gar nicht, ob man das dann überhaupt eine Session nennt. Also was offline passiert ist, finde ich ganz lustig. Dem Nils sein Haus ist mal abgefackelt, erneut. Weil ich habe ihm den Ring gezeigt, er hat ja gesagt, er will jetzt halt demnächst so ein paar Waffen bauen und alles. Und dieser Ring, dieser A10er-Ring, ich gehe mal ganz kurz nur in Ding rein, in Cheat-Mode, weil ich jetzt auch Ding habe. Hier, okay, ja, wegen Dings. Ich zeige ihn euch nochmal kurz, hier dieser A10er-Ring. Das ist dieser Ring, den weiß man leider nicht, wie er craftbar ist. Aber wenn ich jetzt mal ganz kurz hier, ich will jetzt nicht unbedingt in den Wald gehen, aber... Geh weiter weg, ja, so schlimm ist er jetzt auch wieder nicht. Ich gehe einfach in den Dschungel, den wir schon mal weggesprengt haben dann. Lol. Ich bin einfach eiskalt. Hier, den Dschungel, den wir schon mal weggesprengt haben. Und dann nehmen wir jetzt mal den süßen großen Baum da, der irgendwie gar nicht mehr richtig ist. Und dieser Ring macht eigentlich im Endeffekt nichts groß anderes als dieser Ignitation Ring. Bloß nur, er schießt Feuerbälle. Also er schießt, ihr seht es. Die machen da natürlich, glaube ich, keinen Explosion. Ja, bloß hat es bei mir viel größeren Schaden gemacht in meinem Haus. Die halt, und das finde ich ziemlich cool. Ja, Leute, das ist so richtig geil mit diesem Ring. Da hinten sieht man es am Rand, Flo. Und jetzt höre ich einfach eher. Ja, und schon bin ich da. Was du mal ganz was wissen dürfst, du? Okay, ist weggeschmissen. Ich wollte noch gerade was testen mit einem anderen Ring, aber anscheinend kam dann nur selber raus. Wir gehen wieder hier in den Recipe-Mode. Wir haben jetzt ja keine Cheats. Okay, wir fliegen hier, wir lassen mal den Wald abfackeln, wenn es ihm Spaß macht. Und wir sind jetzt bei Folge, auf dem PC habe ich... 27. Ich bin jetzt bei 27, also noch drei Folgen stehen an. Jetzt die und dann noch zwei andere. Und ja, wir haben. Ich höre irgendwo brennen, ziemlich laut. Nee. Nein, das ist nicht. Okay, yo! Alter, die machen immer wieder nur Scheiße. So, okay, Leute, ich habe ja gesagt, ich müsste noch irgendwo Dynamit haben. Leute! Jetzt wird alles in Luft gesprengt. Leute, ich hab's richtig Bock, Scheiße zu bauen. Und ich sag's euch, Flo's Haus, das wird jetzt ein Erdboden gleich gemacht. Nee, bitte nicht. Nee, noch nicht. Aber unsere Query. Ich hab die gerade Lust, in die Luft zu sprengen, die arbeitet eh nie, also ist sinnlos gewesen von Anfang an. Die spreng ich jetzt in die Luft. Ich hab richtig Bock darauf. Dann viel Spaß und gutes Gelingen natürlich. Ja, ich baue weiter. Ich baue da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Oh, ich hab das okay. So, jetzt. Ich hab ein TNT direkt an dieser Truhe platziert und da ist alles in Luft geflogen. Und jetzt sind die ganzen Items weg. Ah, so macht's Spaß. Zack, du stirbst. Und du auch? So. Auch? Ich mach da weiter, wie gesagt, wie ich aufgehört habe, nämlich mit unseren Jux. Weil wir haben uns, ich meine, man kann es jetzt sagen, was an der letzten Folge ansteht. Also überrascht werden könnt ihr sowieso jetzt nicht mehr groß. In der letzten Folge steht, für uns an, wir haben uns jetzt gedacht, ist klar, wenn es schon Nukes gibt, dann tun wir noch in der letzten Folge Nukes zünden. Ist der Server abgestürzt? Ist ja klar, also nicht unbedingt bis. Also manche würden nur eine zünden. Nur wir haben diese Nuke, wie gesagt, schon getestet. Und ich finde diese Nuke jetzt, ja, also es gibt Server, ja, aber ist sie trotzdem, in Einzelspielwelt ist dadurch auch schon mein Dings abgekackt, mein Minecraft. Also, wenn du ein paar aufeinander zündest, ist die dann doch schon ein bisschen heftig. So, ich spreng jetzt mit einem Creeper mit TNT in die Luft. Oh, oh. Ich würde ganz gerne noch meine Maschine kurz mal ins Deck Diamanten rausholen, dass die weiterarbeiten kann. Weil die sind hier auch nicht. Stirb, Creeper! Oh, doch. Stirb. Wieso okay, stirbt der Junge nicht? Ich noch mal was mit den Diamantenblocks, weil ich so viel hab, die möchte ich vielleicht noch loswerden. Ja, ich hab jetzt alles Dynamit losgewerden, ne? Und nur ein Creeper ist gestorben dadurch. Und hier liegen so viele Items rum. Auf jeden Fall, ich möchte nächstes gerade nicht unterbrechen, aber ich hoffe. Ich hab mich einfach wieder rausgepackt. Ich weiß nicht, magst du mir helfen? Das wird dir sowieso Spaß machen. Wäre vielleicht cool, wenn du keine unbedingt zündest, weil es etwas Besonderes ist, Nukes zu bauen. Ich habe jetzt gerade nur ein Stack und drei, das werde ich reichen. Gib mir, ich brauch's mal hin. Was, wofür denn Stein? Gib mir nicht, baus hin. Nix mit Stein. Nein, du sollst Nukes bauen, nicht hinsetzen. Ich meine, ich hab's doch selber im Inventar, wie du bist denn nur. Ist doch klar, dass ich die doch selber platziere. Ich soll jetzt Nukes bauen noch, was brauchen wir nochmal dafür alles? Ganz normales TNT, brauchst du 5 Gunpowder und halt Refined Uranium. Kannst du Uranium aus meiner Safe-Chest nehmen. Da ist ein
Stacks drin, gibt dir einfach mal 4-6 oder so und 4-6 Gunpowder, dann sammelst du zusammen, du aber das Uranium, wie gesagt, Feuer, Kompressor. Ich mach jetzt 1 Stacks Nukes. Gut, wie kraftig die Nukes? Also aus wie viel Uranium brauche ich, wie viel Du brauchst Gunpowder 4 Uranium und 5 Gunpowder. Siehst, dann hole ich mir 5 Stacks Gunpowder. So einfach ist es. Und 4 Stacks Uranium. Mhm. Doch. Das wird, ja, doch, hab's gesagt. Mhm. Hast du mich verstanden? Mhm. Oh mein Gott, Leute, dieses Zeichen auf dieser Nuke, das zerstört mich schon ein bisschen. So, Kompressore. Brauch ich einfach ein Uranium rein, ne? Ja, das geht richtig schön schnell. Halt, fällt es einfach unten schnell. Bei dieser Massenproduktion musst du mir vielleicht helfen. Da, weil ich merke, dass wir richtig viele Nukes brauchen. Da, ich mach jetzt einfach mal hier 5 Overclockers rein. Geht es ja noch schneller? Nukes, würde ich mal sagen, wirst du mir nicht groß helfen. Ja, ich mach danach immer noch. Keine Sorge. Einfach dann oben in meine Safe Chest auch einfach reinlegen. Damit hilfst du mir dann genug. So, ich habe jetzt hier maximal. Also, ich glaube, das ist jetzt langsam echt maximal Overclockers, weil. Hä? Jetzt aber die Maschine nicht schon wieder, weil du sagst nicht, dass schon wieder ein. LOL! Wie können wir denn verzeihen, dass schon wieder ein Stack jemand. Nee, achso, nee. Okay, ich dachte schon wieder ein Stack jemand. Also, das wäre ein bisschen krank. In so einer kurzen Zeit. So, jetzt haben wir hier noch 5 Overclockers her. Leute, wie schnell das einfach geht. Ne, die Maschine baut schon ab, das ist nicht gut. Wie, die Maschine baut schon ab? Allerdings PSI. Das ist nicht gut, das ist so. Ich zieh nochmal ran und zack, 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 zack. Das geht schon schnell jetzt. Die maximale Oberklockerzahl ist erreicht. Lol. Ich glaube 10 Stück ist ohne Scheiß das, was am maximalen geht. Was? Overclockers? Ja. Und dann ist fertig bei der Maschine. Aber ich, das heißt, ich habe jetzt die maximale Kompressiergeschwindigkeit, kann man jetzt dazu sagen, erreicht. Geht das schnell bei dir? Da. Gut, dann besuche ich dich gleich mal, weil da, bis ich das da, bei mir gemacht da, habe, da, dauert ein bisschen da, arg lang. Da. Falls ich nicht sagen willst, gebe ich zu, ja, dein Kompressor ist besser als meiner. Meiner 3 Overclockers nur. Einer 10 und ist ein Singularity-Kompressor. Übrigens arbeitet dein Ding auch nicht, ne? Deine Maschine. Was meinst du? Ja, deine, die glaube ich seit langem nicht mehr. Erst so, deine ist voll genauso wie meine. Nee, bei mir sind vor einmal drin. Nee, meine ist voll. Wenn der letzte als einmal Slot ist, dann geht's nicht weiter. So, gut, das ist hier der nächste Stack gebrannt. Dann mache ich jetzt erstmal Stack Nukes. Wir reden hier von Stack Nukes. Das hört sich total komisch an. Wie wenn wir hier gleich die ganze Welt explodieren lassen. So Fukushima 2 oder so. Es gibt zwar noch Dinge, die ich heraus. Also, es gibt zwar noch Dinge hier in dem Mod, die könnt ihr selber herausfinden. Ihr findet dieses Modpack, dieses Ticket Classic in dem Technik Launcher. In Ticket. Technik Launcher einfach. Technik Launcher stimmt, einfach runterladen und der zählt zu den Standard Modpacks. Ihr könnt dann auch auf die Seite von denen gehen und euch da URLs, also den URL, die den Code. Ja, dann könnt ihr auch mehr Mods. Und dann könnt ihr auch Mods spielen, zum Beispiel wie. So, ein Stack Nuke hergestellt. Also könnt ihr, was weiß ich, so ein Mod wie. Was heißt Crafting Dead? Crafting Dead, Grand Theft Craft oder so irgendwie. Also GTA in Minecraft gibt's auch noch. So, wo jetzt die Nukes sind? Auf jeden Fall sind das, wie gesagt, keine einzelnen Mods. Die Nukes, wir Nukes, 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 36 Mods in diesem Nukes. Modpack. In diesem Nukes. Ich wüsste halt zum Beispiel ganz gerne, was zum Beispiel hier so ein Terra Ward bringt. Ein Solarheim bringt, natürlich, das weißt du, was er bringt. Oder was hier so was bringt, so ein Cold. Was soll ich die Nukes von denen tun? Also die, was ich jetzt gebaut habe. Oben in meine Safe Chest weitermachen. Genauso wie diese Bodystone, Lifestone, Mindstone, keine Ahnung, was die bringen. Genauso wie diese komischen Alchemical Dinger Bags. Also es gibt hier einige Dinge, die gibt es herauszufinden, könnt ihr euch selber mal anschauen. Den Technik Launcher und den Link dazu zur Installation tue ich ab sofort, also jetzt am Ende jetzt auch nochmal verlinken. Schaut einfach in die Beschreibung rein. Den verlinke ich, ich hoffe, ich vergesse nicht. Aber eigentlich dürfte ich das nicht vergessen. Eigentlich. Ja, es gibt halt diese, wie gesagt, bestimmte Dinge. Wie lange brauchst du noch? Weil ich habe jetzt 10 Stacks. 4, 5, 6, 7, 6 noch. Also wie gesagt, es gibt halt hier so ein paar Dinge, die würde ich ganz gerne noch, also die
wüsste ich gerne, was sie bringen. Genauso wie so eine Composite West. So eine Weste, die findet man auf Seite 15 übrigens. Keine Ahnung, was eine Weste bringt. Bei mir sind es nur 7 Seiten. Ach so, ah, hier, Composite West. Können wir ausprobieren, warte mal kurz. Ich weiß nicht, was sie bringt. Es sind einfach so ein paar bestimmte... Jo, die sind aus so einer Eisenrüstung, aber nur so eine halbe. Ich weiß es nicht, sieht komisch aus. Oh, Dynamit, oh, Mode. Damit kann man anscheinend Dynamit gezielt sprengen und nicht direkt. Wahrscheinlich, wenn man es hinsetzt. Okay, was gibt's denn hier noch so für Dinge? Theromet. Du kannst auch noch hier Mining Turtles mit. Ja, Mining Turtles weiß ich, was sie bringen. Das ist ja, aber man kann die auch hier mit. Chainsaw wollte ich nämlich auch bauen, aber wer es noch nicht hinbekommt. Kettensäge also. Digital Thermometer, man das gehört alles zu. Atomreaktoren. Private Sniffer. Was brauche ich denn eigentlich für diesen Atomreaktor? Jetzt hat eigentlich ja nur noch in der Mitte den Nuklearreaktor. Du brauchst den Nuklearreaktor, du brauchst 4 Chambers. Nein, du sechs, brauchst. Sechs. Nein. Links, rechts, eins, also zwei, einmal komplett drei. Aus dem Rum und oben und. Ah ja, doch 6. Hab ich auch abgezählt. Oder? Ersten 6. 1, 2. In der Mitte sind ja, doch, ja. Dann brauchst du Wasser, so ein cooles System. Nee, ich will es mit Eis machen. Nee, du musst es mit Eis machen, du Held. Du brauchst Uranzellen, du brauchst ein Kühlsystem. So wie das. Ich weiß nicht, ob du es bei Kev gesehen hast. Nein. Darf ich es bauen, wie bei Kev? Ja, du kannst mir helfen beim Bauen, weil ich das sonst folgenmäßig auch nicht mehr hinkriege. Weil okay, gut. Du brennst hier das Uran. Ja, du kannst weiter, es und ich baue dir schon mal die vorherigen Sachen. Ja, aber das muss doch erstmal schon alles vorproduziert werden. Hier. Erst so schön für Uran. Ich kümmere mich jetzt, wie gesagt, auch, dass ich möchte halt, dass die Energie produziert. So, Leute, dann helfen wir jetzt mal Flo. Ich muss hier hinten noch. Diese Folge weiß ich auch schon. Wie viele Reaktoren müssen bauen? Ich habe einen einzigen Nuklearreaktor, also mit einem Nuklearreaktor und 6 Chambers. Ich wollte eigentlich 2, aber das hat dann halt wegen dem Server abgepufft nicht mehr gereicht. Wie waren das nochmal? Kann ich leider nicht sagen. Ich brauche 2 Stück von denen, dann brauche ich Eis. Nee! Ja. Nee! Was? Okay, alles für die. Hast du irgendwie noch Eis? Eis, sag ich jetzt ja und das ist eine Lüge, magst du mich da nicht mehr? Hast du Eis einfach? Hast du Eis? Nee, ich hab Schnee, aber Eis hab ich nicht. Obwohl, doch, nee! Ah. Ja, mit dem Eisring kannst du Eis machen. Oder Flachholz, aber. Hier? Also, jetzt muss ich rechnen, warten kurz. 1, 2, 3, 4, ja, okay. Das hier baue ich gerade scheiß teuer, aber ich tue es für dich. Hast du Eis? Ich brauche irgendwie Eis. Nein, ich brauche ein Eis. Du fragst mich das. Ist das nicht so, dass wenn man Schnee kompressiert, Eis rauskommt? Was ist denn das Eis? Schnee ist in der. Ja, in der Chest. Ja, in der Schnee. Schnee. Wolle? Schnee. Schnee ist in der Chest, in der allerersten links unten. Da wo du schneiden kommst, ja, da ist Schnee drin. 4 Schneebälle. Kannst einen Schneeblock machen. Hä? Ach, hier. Ach nee, da oben. Face. Voll. Und da ist übrigens auch schon 64 Schnee. Keine Ahnung, wie die da hinkommen. Ich erinnere mich daran, was ich mir erstmal gemacht habe. Nee. Doch, für den Ring. Stimmt, für den Eisring, genau. Ja. Nee, warte mal. Snow ist es nicht. Hä? Was war denn das dann? War das nicht so weiter? Nein, irgendwie konnte man doch Eis herstellen. Nicht euer Ernst. Ich brauche Packeis. Gibt's das hier schon? Das ist ein ganz normales Eis. Dann ist es einfach. Dann brauche ich einfach nur einen Wassereimer. LOL! Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Warum liegen vor dem Kompressor 10 Stacks Uranium? Ich hab's hingeworfen. Junge, so viel Uranium brauche ich nicht. Ja, das wird aber reichen für 2 Stacks, Jungs. Ich hab jetzt schon 1,5. So, Leute, das heißt, ich brauche einfach nur einen Wassereimer. Einfach nur einen stinknormalen Wassereimer. Ich hab's gar noch einen da. Was ich mich jetzt mal persönlich frage. Nils, wie wollen wir das denn, also das dürft ihr doch hoffentlich wissen, obwohl, ne, ich weiß es nicht. Im Notfall sag's mir einfach in der kurzen Zwischenpause, zwischen den Folgen.
wie wollen wir das denn mit der letzten Folge von Bowcraft dann machen? Sag's mir dann einfach, okay? Ja, wenn du dich dran erinnerst, ich vergesse vielleicht solche Sachen. Ja, Alzheimer. Ist so eine Nervenerkrankung. So. ich tue jetzt mal das ganze Zeug, was ich gerade nicht brauche. Aber ist aber schon. Rein. Ja, ich weiß, langsam hält sich das behindert an, aber ich meine. Haben wir noch irgendwo noch mehr Ding? Aber Klaukas, da kann man doch bestimmt noch mehr reinhauen. Nein, es geht nur 10 maximal, denn wir gehen die PSI runter, bis er ganz ausgeht. Ich glaube, ich 12. Nein! Oh! Genau, ich das meinte ich. Hä, woher siehst du das? Achso, du stehst hier. Hä? Und wenn ich einen mehr reinhau, warte mal, geht dann die PSI auch runter? Guck, die bleibt da auf allgemein, guck. Ja, ich glaube, aber jetzt ist das Maximale. Jetzt mach nochmal einen rein. Siehst du jetzt? Nee, jetzt geht nicht runter. Okay, gut, dann machst du halt warte, so. Warte. Nö, es wird sogar immer mehr. Junge, bam, 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 Alter. Warte. Geht noch mehr? Asozial. Jetzt brauch mal Klaus. Ja, es geht noch mehr, hä? Glowstone. Habe ich kein Glowstone mehr? Ah doch, hier habe ich noch. Hast du noch mehr Overclockers? Guck in meinen anderen Maschinen drin. Müssen noch ein paar drin sein. Ja, in dem roten Medizin ist aber mehr zu hier unten ja nicht stehen. Doch. Ich hab die Dings, den Extractor da hinten noch. Da sind noch 5 Stück drin. Hier. Da sind keine mehr. Ja, ich klatsche da einfach ein. Und hier habe ich noch einiges Zeug drin, wo du dir auch nochmal welche bauen kannst. Nee, bauen tue ich mir jetzt keine. Ich kann einfach deine oder so. Kann mir da nochmal welche sagen. Ja, ich hätte jetzt das ganze Zeug zusammen, damit wir das bauen könnten eigentlich. Nein, ich brauche noch, nämlich Pneumatic oder Redstone Tubes, ist jetzt die Frage. Da also, Leute. Pneumatic Tubes gehen. Hoffentlich, ich schreibe das hoffentlich Filter. Auch in die. Als Name, als Beschreibung. Nein, ich nehme Redstone Tubes. 23 Overclockers in einem Singularity Kompressor. 23, 30 ist maximal. Der Kompressor arbeitet so schnell. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also so schnell kann man eigentlich mal mitzählen eigentlich. Das ist einfach so. Nur krank. Nee, jetzt also guck mal. Guck dich mal an, das ist einfach nur krank. Ich weiß. Zack, zack, zack. Jetzt guck, jetzt geht's runter, jetzt musst du einen rausnehmen. Nee. Da? Nee, es geht nicht runter. Guck, jetzt geht's wieder hoch. 218.000, nein, bei mir geht's nicht hoch, bei mir geht's nicht weiter runter. 216.000, 215.000. Das bringt jetzt nichts, das musst du ganz das alle rausholen. Aber das liegt ja immer noch, guck. Ja, weil das ja dann wieder auf die, Dings runtergebracht wird. Das ist das dann vom Klima drin. Jetzt müsste es normalerweise auf 200.000 gehen. Das geht immer noch weiter runter, weißt du, das sind zu viele, Junge. Das sind viel zu viele, hol mal da willst du raus. Aber das geht doch so langsam. Das geht zu langsam, du machst die Maschine. Das ist genauso wie in echt. Du kannst eine Maschine, irgendwann geht sie einfach nicht schneller. Ich weiß, das macht so einen Reis. Ja, ach nee. Oh, das würde ich ganz gerne mal testen. Nein, hör doch auf! Du machst meine Scheiße kaputt! Geh mal ganz in den Schienen. Wenn die Maschine ausgeht, fick. Nee, das sag ich jetzt nicht. Ich teste das jetzt einfach mal ganz einfach mal, dass ihr es auch mal seht. Leute, zur Beruhigung muss ich jetzt erstmal einen Orangenkeks essen. Okay, wir holen uns mal ganz kurz noch 3 Stacks Overclock. Ist keine Sorge, wir tun die wieder weg. Ich merke mir nur, wie viele wir da noch hatten, dass ich das nicht vergesse. Ich meine, es ist ja sowieso jetzt am Ende, da ist das ganz chillingo. Wenn ich mal finden würde, wo sind denn die? Overclockers. Da. 1, 2, 3 Stacks haben wir hier. Und wir deine 23. Ach du Scheiße. Deine 23 raus. Nee. Hör doch auf! Hör doch auf! Oh, jetzt nervst du mich wieder. Hör auf mit dem Vergiften, weil das nervt mich die ganze Zeit. Ja. Okay. Ich glaube, die Energie muss erstmal wieder steigen, weil sonst arbeitet sie gar nicht mehr. Wie steigt jetzt die ist sie ausgegangen. Nee, jetzt ist irgendwas ausgegangen. Nee, das war ich nicht, das war schon davor. Wir stecken die Energie. Die geht immer nur runter, die PC. Junge, hört doch jetzt mal auf! Ich hab doch gar nichts mehr reingetan! Nein, da ist ja einfach nur ein Stack drinne. Was laberst du? Bei mir ist ja gar kein Stack drin. Aber weil ich gerade eben rausgenommen hab. Hä? Ja, aber warum sinkt die PC immer noch?
weil keiner drin ist. Du hast standardmäßig, glaube ich, 75.000 PSI. Und wenn ich jetzt einen Overclock reintue, dürfte es doch bleiben. Oder müsste ich erst dann hast du 80.000 PSI. Wenn du nochmal einen reintust, hast du 85.000, hast du 90.000, 95.000, 100.000. Ja, aber es liegt doch noch immer weiter. Ja, weil du zu viel auf einmal raungehauen hast. Die Maschine ist praktisch im Arsch. Sie ist kaputt. Junge, wir haben schon 20 Minuten, wir müssen eigentlich aufhören, ne? Ja gut, Leute, dann war es jetzt mit der Folge. Machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Lasst mal eine positive Wertung da. Wir testen es einfach beim nächsten Mal, ob das funktioniert mit dem Ding. Währenddessen klären wir auf, obwohl, nee, komm, ich mach das weg. Das zerstört die Maschine. 3 Stacks, Overclockers, das kann man nicht bringen. Und ich würde sagen, wir sehen uns aber in der nächsten Folge von Boatcraft zum Endspurt, sozusagen. Mhm. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.